Okay, aufgepasst, Freunde. Die Uhr tickt und wir haben keine Zeit für Spielchen. Toothpicks Goldzug fährt bereits. Und da er von unserem Van angetrieben wird, ist er praktisch unaufhaltbar. Zum Glück konnte Tennessee ihn umleiten, was uns die Chance gibt, ihn abzufangen. Murray, zuerst holst du den Van zurück. Er befindet sich am Ende des Zugs, wie eine Art Düsentriebwerk. Du musst deine unglaublichen Fäuste sprechen lassen, um ihn zu erreichen. Der Haken an der Sache ist, dass er durch spezielle magnetische Schlösser gesichert ist, die nur jemand mit deiner unglaublichen Stärke aufbrechen kann. Sobald der Van draußen ist, kannst du den Zug einholen und uns bei unseren jeweiligen Jobs abholen. Carmelita, du und ich kümmern uns um die nächsten paar Waggons. Ich brauche deine unvergleichliche Zielgenauigkeit, um mich zu decken, während wir vorrücken. Das wird nicht einfach. Im Zug sind jede Menge Wachen, die nur auf uns warten. Unser Ziel ist ein Schaltpult in der Mitte des Zuges, wo mein Hacker-Talent gefragt ist. Wie wir bereits wissen, kann Toothpick keine hohen Frequenzen ertragen, besonders kein Pfeifen. Darum werde ich die Steuerung der Dampfpfeifen der Lok manipulieren. Ich habe so eine Ahnung, dass uns das noch sehr nützlich sein wird, wenn wir ihn endlich in die Finger bekommen. Sly und Tennessee, dann seid ihr dran. Um Toothpick aufzuhalten, müssen wir alle möglichen Fluchtwege abdecken. Also kümmert sich Sly um das Dach des Zuges. Tennessee, du gehst durch die Waggons, wo wir uns unterwegs auch dein Gold wiederholen können. Dabei ist sicherlich deine Zielgenauigkeit gefragt. Ihr beide solltet die Lokomotive zur selben Zeit erreichen. Dort könnt ihr Toothpick erledigen. Wir anderen stoßen mit dem Van zu euch. Eine Sache noch. Vergesst nicht, dass wir ein Team sind und dass wir das nur als Team durchziehen können. Jeder muss seinen Teil des Plans perfekt erledigen, wenn wir den Van zurückbekommen, das Gold stehlen und Toothpick aufhalten wollen. Und jetzt los! Jedes kleine Idiot.
Millionen mithilft. Jetzt Sally's Tooth
Tut weg sein Grinsen aus dem Gesicht. Kumpel, ich erledige das. Es ist vorbei, Cooper! Du solltest das Fokus an ihm gleich. Pass auf die Laser auf gleich. Warum benutzt heutzutage jeder Laser? Bist du noch nicht müde? Du siehst aus wie ein zerquetscht niemand. Ich muss den Windhosen ausweichen. Abrissbirne ausweichen. Ich kann nicht über diese Tornados springen. Ich muss ihnen ausweichen. Quetscht niemand. Ich muss den Windhosen ausweichen. Wir haben ein echtes Problem.
Das habe ich doch schon beseitigt, Bentley. Nein, Sly, der Zug. Jetzt fährst du einer zerstörten Brücke. Ich nehme an, das war nicht Teil des Plans? Nein, du musst aus dem Zug raus. Spring auf den Bett. Mary, tritt auf die Bremse! Die funktionieren nicht! Ich kann die Triebwerke nicht abschalten! Was? Ihr Idioten! Das ist euer Plan? Ich wusste, die Idee ist schlecht. Hätte ich mich bloß zurück nach Paris schicken lassen. Ah, ich glaub's nicht, dass es so ausgehen soll. Was zum Henker treiben die da? Und ich hatte mich schon gewundert, wo das ganze Gold hin ist. Bentley! Tut mir leid, Murray. Das muss klappen. Hey, meine Kette! Wird schon schief gehen. In Zeitlupe stürzte der Van in die Schlucht. Als ich mich auf den Crash gefasst machte, schoss mir durch den Kopf, dass dies das Ende unserer Abenteuer war. Da griff Bentley in letzter Verzweiflung nach dem nächsten Gegenstand, Murrays australischer Fossilienhalskette, und benutzte sie in der Zeitmaschine. So rettete er uns das Leben, aber wir hatten keine Ahnung, wohin die Reise ging. Der Van wurde durch das Wurmloch gesaugt und umhergewirbelt wie ein Korken im Ozean. Wo würden wir nur landen? Und vor allem, wann?